Sieg beim Leader. Der FC St. Gallen bleibt auf der Überholspur. Die Espen zerzausen Tabellenführer Zürich mit 3:0. Der FC Zürich dominiert die Liga beinahe nach Belieben. Doch nun hat der Stadtklub seine Meister gefunden. Dank Toren von Matek Maglica, Julian von Moos und Christopher Lungoi gewinnt der FC St. Gallen 3:0 im Letzigrund. Eine wichtige Rolle beim Triumph der Espen spielte auch Keeper Lorenz Atiziggi. Die mittlerweile beinahe schon unheimliche Serie des FC St. Gallen geht weiter, auch nach dem Gastspiel beim bis dato so souveränen FC Zürich. Die Espen überzeugen im Letzigrund, gewinnen mit 3:0 und bleiben somit auch in der 8. Rückrundenpartie ungeschlagen. 18 Punkte haben sie im Jahr 2022 bis dato eingefahren. Dies dank mittlerweile 5 Siegen und 3 Unentschieden. St. Galler Doppelschlag in der ersten Halbzeit. Die Startphase der Partie vor 17.288 Fans gehört er den Zürchern, die durch Cese auch zu einem frühen Tor kommen. Er trifft im zweiten Anlauf, nachdem St. Gallens Torhüter Ziggi zunächst hat abwehren können. Doch das Tor des Zürcher Topscorers wird wegen eines Offsides annulliert. Quasi postwendend treffen die Gäste dann regulär, Verteidiger Matek Maglica ist nach einem Corner von Ruiz erfolgreich. Während die Zürcher in der Folge mal um mal in der engmaschigen Abwehr der St. Galler hängen bleiben, fällt der zweite Treffer der Espen fast aus dem Nichts. Julian von Moos steht nach einem Abschlussversuch von Isaac Schmidt goldrichtig und braucht nur noch den Fuß hinzuhalten. Lungoi macht den Deckel drauf. Die zweite Halbzeit ist dann geprägt von einem immer verzweifelteren Anrennen der Zürcher. Die St. Galler brauchen dabei mehr als einmal den überragenden Lorenz Atiziggi, um einen Gegentreffer zu verhindern. Der Gunner im Kasten des FCSG wehrt mehrfach bravourös Zürcher Abschlüsse ab. Als die Zürcher Angriffsbemühungen je länger, desto ungestümer werden, setzen die Espen zum finalen Konter an. Fabian Schubert und Christopher Lungoi tauchen mutterseelenallen vor FCZ Guali Brecher auf. Der Österreicher passt uneigennützig zu Lungoi, der mit dem 3:0 seinen ersten Treffer für den FC St. Gallen erzielt.